Durch den Rücktritt wird wieder ganz deutlich das System von der CSU, nämlich dass also sozusagen Schmutzeleien immer so lange in Ordnung sind und gedeckt werden, solange es nicht öffentlich wird. Und den Moment, wo es dann öffentlich wird, dann wird die Reißleine gezogen, dann müssen die Leute über die Klinge springen und dann also wird also panisch wieder gehandelt. Aber das Unrecht oder das Unrechtsbewusstsein ist also völlig unterentwickelt, denn man muss gleich von vornherein sagen, dass also man soll es halt einfach nicht tun und nicht erst dann, wenn es entdeckt wird. Also die CSU hat immer die Angst vor der Entdeckung, aber nicht die Angst vor der unrechten Tat.